Die chirurgische Klinik auf Sylt ist in erster Linie für die Notfallversorgung sowohl der Inselbevölkerung als auch der Touristen auf der Insel zuständig. Da leisten wir die operative Versorgung im Bereich der Unfallchirurgie als auch der allgemeinen Viszeralchirurgie. Bei der Unfallchirurgie sind es in erster Linie Knochenbrüche, die bei uns in der Klinik behandelt werden. In der Viszeralchirurgie oder Allgemeinchirurgie sind es auch elektive Dinge wie Hernien, also sprich Leistenbrüche oder Narbenbrüche, aber auch Notfalleingriffe wie Blinddarmentzündungen, akute Gallenblasenentzündungen oder Steine in der Gallenblase, die Probleme machen, aber auch Probleme, die im Bereich des Dünndarms und des Dickdarms liegen, als da wären Entzündungen, Darmverschluss oder auch Tumoren im Bereich Dünn- und Dickdarm. Im Bereich der Unfallchirurgie sind wir sehr gut ausgestattet aufgrund der Struktur der Klinik mit den modernsten Implantaten, sprich Platten und Nagelsystemen, die für die Versorgung von unfallchirurgischen Patienten wichtig sind, sodass wir in der Lage sind, eigentlich die gesamte Palette der Traumatologie abzudecken. Bei schwerstverletzten oder schwerer verletzten Patienten besteht immer eine Kooperation mit Hauser der Maximalversorgung auf dem Festland. Also da wäre in erster Linie Flensburg zu nennen oder Heide. Im Bereich der Viszeral- und Allgemeinchirurgie wird großenteils bei uns laparoskopisch, das heißt über Schlüssellochtechnik, operiert. So werden bei uns die Hernien, wenn es möglich ist, laparoskopisch in der Technik nach TAP versorgt. Die Blinddarmentzündungen, die Gallenblasenentfernungen werden natürlich ebenfalls laparoskopisch durchgeführt. Ja, es gibt auch das, wie wir es nennen, elektive Geschäft. In erster Linie sind hier sicher die orthopädischen Krankheitsbilder zu nennen. So ersetzen wir durchaus auch Hüftgelenke mit Hüftprothesen, Kniegelenke mit Knieprothesen, aber auch Schultergelenke durch die entsprechenden Prothesen. Die Viszeral- und Allgemeinchirurgie bietet für den elektiven Bereich die Hernienchirurgie, die Gallenblasenchirurgie und gegebenenfalls eben auch die Tumorchirurgie im Bereich des Dünn- und Dickdarmes an. Wie bereits erwähnt, würden wir so etwas immer versuchen, minimalinvasiv, das heißt mittels Schlüssellochtechnik, zu therapieren. Musik